Hallo zusammen, herzlich willkommen in Hermannsburg in der Lüneburger Heide. Wir sind hier im Reitstall. Ziel ist es heute, ein schwarzes Pferd vor schwarzem Hintergrund zu fotografieren. Große Challenge. Dabei habe ich den Nikon Z7 II und zwei Videolampen. Fans wissen, dass ich schon mal hier war, damals mit Blitz, heute halt mit Lampen. Hoffentlich alles viel einfacher. Ich würde sagen, das Pferd ist noch nicht parat. Wir bauen erstmal auf und dann nehmen wir es, wie es kommt. Was wir hier haben, sind dem Dauerlichter, und zwar sehr helle Dauerlichter. Die sind so hell wie ein Blitz. Und der Vorteil davon für mich als Fotograf ist natürlich, ich sehe die ganze Zeit, was ich sehe. Ich habe eben Automatikmodus, ich sehe das fertige Foto sofort durch den Sucher, ich sehe es ja auch live. Sollte mir das Leben sehr viel einfacher machen. Habe ich noch nie gemacht, mit so hellen Lampen zu arbeiten. Für sowas würde ich normalerweise Blitz nehmen. Also ich bin sehr gespannt. Handhabung ist dann super einfach. Stativ parken, Softbox ran und ein externes Netzteil. Beziehungsweise wir haben sogar Batterien dabei. Das heißt, wir haben hier nicht mal Kabel rumliegen. Ja, das steht schon ziemlich stabil. Zack, zack, zack. So, dann machen wir Licht anmachen hier. So, okay, das ist gut. So, das steige ich so ein bisschen dazwischen. So, also ich habe jetzt so ein paar Fotoideen mir im Internet rausgesucht. Das habe ich den beiden auch vorher gezeigt, sodass wir die Idee haben, was uns grundsätzlich gefällt. Weil ich vom Pferden keine Ahnung habe und noch nicht weiß, was schön ist. Wichtig ist, habe ich gelernt, das Pferd hat einen muskulösen Hals, den muss man sehen. Also brauchen wir jetzt eine Position, wo man den Hals ein bisschen schief macht, damit man die Muskeln sieht. Wir richten uns ja ganz nach dir, also wie du das am besten... Also mein Ziel ist, dass ihr nachher mindestens ein oder zwei oder drei Fotos habt, mit denen ihr happy seid. Ja, sind wir garantiert. Ja. Ich habe von Pferden keine Ahnung. So. Und ich muss meine Kamera noch kurz, also ich brauche noch 2 Minuten. Ganz kurz der Höflichkeit halber, das Pferd heißt Vancouver, die junge Dame ist die Maren und der nette Herr ist der Hans. Den beiden gehört das Pferd, offensichtlich nicht mir. Ich habe die Z7 in der Hand, 70-200, damit ich ein bisschen Abstand halten kann, damit ich hier das Pferd nicht nervös mache, wenn ich zu nah dran bin. Schwierig ist es wirklich, es ist dunkel hier, ich kann kaum was sehen. So alles, was nicht hier zwischen den Lampen ist. Das heißt, Autofokus wird ein bisschen Herausforderung und vor allem auch zu beurteilen, ist das Bild jetzt einfach dunkelmatschig oder ist korrekt belichtet. Das braucht jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl. Da könnten wir ihn eigentlich hier zwischenstellen, so, also Arsch zu mir im Grunde. Dann kannst du wahrscheinlich einfacher den Kopf drehen. Ja? Und dann, ich kann das ja gar nicht. Also, von mir hörst du gar kein Lästern heute. Genau, sehr schön. Genau, und jetzt den Kopf rumdrehen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich bin zu klein. Ich bin tatsächlich zu klein. Okay, entspannt euch. Ich muss einen Hocker haben. Was haben wir gesagt? 1,72 Schulter. 77, ja, ich bin zu klein. Die hätte ich gleich drauf kommen können. Aber war gut, Maren. So, jetzt ist genau diese Challenge, was ich am Anfang gesagt habe. Jetzt habe ich dieses schwarze Pferd vor dem schwarzen Hintergrund und ich muss ein bisschen abschätzen, bin ich zu dunkel? Wahrscheinlich bin ich zu dunkel, sieht sehr dunkel aus. Aber wir kriegen das Pferd halt nicht präzise genug platziert. Das ist ein bisschen die Problematik. Live sah das ziemlich gut aus, aber die Bilder, wenn ich mir die angucke, das ist zu dunkel. Shit. Das war sehr gut, Maren. War wirklich sehr, sehr gut. Ich würde es gerne noch mal einmal machen. Gerne. Ich glaube, ich bin ein bisschen sehr dunkel. Jetzt geht es ein bisschen ab. Aber es war genau richtig am Ende. Also hinter mir hatte eine gute Position. Und der Kopf mit dem schönen Bogen drum und so. Ich glaube, es war genau richtig. Hintern ist jetzt sehr schön. Und jetzt den Kopf rumdrehen. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt kommt es gut. Sehr schön, Maren. Kopf höher. Ja, sehr schön. Ruhig noch ein bisschen. Ja, sehr schön. Kopf ein bisschen bewegen. Sehr schön.
So, das war jetzt der Shot von hinten. Das war, glaube ich, gut. Und jetzt machen wir ein ganz normales Porträt von vorne nochmal. Das heißt, wir stellen das Pferd zwischen die beiden Lichter. Und dann ist nur so ein bisschen die Frage, wie drehen wir den Kopf. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen, die haben das Pferd, das neu, die haben das Pferd erst seit 3 Tagen. Das heißt, so das Bauchgefühl, wie geht es dem Pferd, wie halten wir das im Griff und so weiter, ist natürlich noch nicht so wie nach einer langjährigen Beziehung. Das macht es heute nicht einfacher. Gar nicht so einfach, das große Auto zu boxieren, ne? Jetzt bewegt er sich auch kein Stück, ne? Müsste man jetzt irgendwie eine Stute wiehern lassen oder so? Da gibt es bestimmt eine App für. Es gibt auch so eine Pferde-App. Kann ich dir das geben, Sebastian? Geht das irgendwie? Sound 8 ist der entscheidende Sound. Sound 8, okay. So. Ich habe natürlich die Hose voll, ne? Alles, was mehr als 100 Kilo wiegt, ist mir suspekt. Ist alles gut. Ja, schön. Sieht alles toll aus. Freut niemals. Oh, das ist aber wirklich schön. So, das war jetzt tatsächlich schwieriger als erwartet. Also zum einen hilft das natürlich nicht. Man sieht das ja, also wir sind 0 Grad, also es ist kalt, ich habe kalte Hände. Und wir sind jetzt doch eine Stunde dran gewesen. Und die Stunde, halt das Tele in der Hand, kriegt man natürlich auch ein bisschen schwerer Hände. Und die Schwierigkeit halt ist halt, das Pferd wirklich präzise zu platzieren, weil der macht natürlich nicht, was er soll. Er hatte sehr wenig Lust, er war ein bisschen schläfrig, ein bisschen null Bock. Das haben wir tatsächlich die Pferde-App rausgeholt. ich wusste, dass es sowas gibt, weil es steht tatsächlich im Zielfotomagazin Tiere fotografieren. Aber ich habe so gedacht, ja, so ein Quatsch, das funktioniert ja nie. Und jetzt, als wir aufgeben wollten, haben wir gesagt, komm, wir probieren das noch aus. Und tatsächlich, die Pferde-App hat es gerissen. Plötzlich so, der Hengst, ne, so irgendwie, wo sind die Stuten? Weil er soll natürlich ein bisschen aufrecht stehen und nicht so lustlos da rumhängen. Das, wie bei Menschen, ne, irgendwie Körperhaltung ist das halbe Spiel. Und dann halt dieses schwarze Pferd in der schwarzen Halle. Und das Problem mit den Lampen ist halt, ich muss ihn relativ nah ranbringen, aber nicht zu nah, damit das nicht ausbrennt und so. Also diese präzise Platzierung von dem Pferd, das war jetzt wirklich schwierig. Ich habe mir ein paar Mal gewünscht, Blitze zu haben, weil die mehr Power haben noch, also noch mehr Power haben. Aber das hätte mein Problem nicht gelöst, weil jetzt konnte ich Dauerfeuer machen. Mit Blitzen kann ich kein Dauerfeuer machen. Da habe ich einen Schuss und da dauert es 1, 2, 3 Sekunden, bis der Blitz wiederkommt. Und hier konnte ich natürlich Dauerfeuer machen. Das heißt, ich konnte auch mal, wenn der Kopf bewegt hat, auch mal nochmal versuchen, eine Serie zu machen. Ich glaube, wir haben zwei schöne Fotos. Also für mich, der ich kein Pferdefotograf bin, so für meinen Anspruch. Aber ich bin jetzt auch schweißgebadet. Weil es natürlich, hier sind 4 Leute anwesend und das Pferd. Und ich weiß, das Pferd hat schnell keinen Bock mehr. Und ich will die 4 Leute nicht warten lassen. Dann setze ich mich selbst. Ich rede zu schnell, ich setze mich selbst unter Druck. Ich bin schon wieder nervös. Ich bin immer noch nervös. Aber es war eine Gaudi, war spannend, war interessant. Lampen haben sich sehr gut gemacht. Der eine, die große Lampe mit 2 Akkus, der ist noch auf 75%, eine Stunde bei 0 Grad. 75% ist noch da. Volle Leistung. Volle Leistung, genau. Die andere mit einem Akku, der war relativ schnell alle. Der war nach einer Weile alle. Das haben wir halt Strom angeschlossen. Wahrscheinlich war der nicht ganz voll oder neuer Akku, noch nie benutzt und so weiter. Man hätte ihn dann ein paar Mal recyceln müssen quasi, bis der so richtig Power hat. Ne? Aber super Sache, dass wir hier keine Kabel liegen haben, weil Pferd und Kabel, ne? Kabel ist eine Schlange, das ist immer ganz heikel, wenn das irgendwie geht, das natürlich vermeiden. Dadurch konnten wir auch mal Kreise laufen mit dem Pferd und so, weil keine Kabel im Weg liegen, das wäre sonst nicht gegangen. Zeit für Feierabend, ich bin K.O., ich bin wirklich K.O., ich bin völlig platt. Ich hoffe, das war interessant und sowas auch mal zu sehen, mal was anderes halt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, tschüss. So, jetzt bin ich zurück im Studio am nächsten Tag und habe gerade mal so ein bisschen durch die Bilder geguckt. Ich habe bewusst die Nikon mitgenommen, weil ich wusste, dass es super schwierig wird mit der Belichtung, mit dem, was ist jetzt hell und was ist dunkel, weil schwarzes Pferd vor schwarzem Hintergrund und dann das Pferd nicht präzise platziert. Das heißt, es war mir von vornherein klar, ich werde da sehr viel Dynamikumfang brauchen und das bietet mir halt genau die Nikon. Und das ist genau das, was passiert ist. Gestern Abend bei dem Shooting, da habe ich so ein bisschen gedacht, die erste Runde, die
sah sehr gut aus auf dem Display, aber ich habe so ein bisschen gedacht, oh, die sind vielleicht doch viel zu dunkel geworden. Ja, die sind viel zu dunkel geworden, aber deswegen sage ich das so, weil es die Nikon ist, kann ich das natürlich retten. Ist ziemlich cool. da habe ich echt schon ein bisschen mal wieder gestaunt eben, was da einfach heute möglich ist. Wenn ich da jetzt 5 Jahre zurückdenke, hätte ich die Bilder einfach gelöscht. Und jetzt sind die völlig gut, produktiv. Also die kann ich tatsächlich verwenden. Ich habe ein paar Bilder rausgesucht. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Was wir jetzt hier haben, ist, so sieht das Bild out of Kamera aus. Also man sieht nichts. Man sieht das Stirnband, ein bisschen das Auge, ein bisschen von dem Halfter und das war's. Ne? Der Rest ist dunkel. Und ja, eben, jetzt gehe ich halt einfach mal hin und sage mal irgendwie, was ich machen könnte, ist Automatik im Lightroom. Das ist schon gar nicht so ganz verkehrt. Dann Dynamik raus, aber ich weiß nicht warum. Liebes Adobe-Team, warum ist Dynamik auf 15, wenn ich Automatik drücke? Irgendwie so Bonbon-Farben. Na gut, also wenn ich das rausnehme, sieht das schon gar nicht schlecht aus. Das Problem ist ein bisschen folgendes. Der Hintern ist einfach schwarz. Und die Frage ist, wie viel will ich davon haben? Weil ich will ja diesen Bogen von dem Rücken haben, den soll man noch sehen, aber er soll natürlich trotzdem sehr dunkel sein. Das Pferd ist nicht pechschwarz, aber sehr dunkelbraun. Und das heißt, das will ich so ein bisschen sehen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich hingehen und sagen, ich mache das ganze Bild ein bisschen heller. Ich bin jetzt bei +2 Blenden, dann mache ich dort ein bisschen mehr. Und jetzt kann ich tatsächlich mit Schwarz spielen und sage, ich ziehe Schwarz ein bisschen hoch. Jetzt würde ganz bisschen der Hintergrund rauskommen. Das ist aber nicht schlimm, das stört mich in dem Fall überhaupt gar nicht. Und wenn ich das nicht will, ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich mache das rückgängig. Ich arbeite sehr viel mit Verlaufsfiltern. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen, Verlaufsfilter in diese Richtung machen, so vielleicht, und sagen, ich möchte tatsächlich, alles mal weg, da halt eben Schwarz hochmachen. Das führt aber dazu, dass es so ein bisschen milchig wird. Das sieht in der Regel nicht gut aus. Eigentlich will ich das heller machen, aber den Kontrast nicht verlieren. Deswegen mache ich da nicht Schwarz hoch, sondern ich mache es tatsächlich ein bisschen heller. Da bleibt der Kontrast besser erhalten. Weil die hellen Stellen sollen ja auch heller werden. So vielleicht und vielleicht noch mal gucken, was mit Tiefen passiert. Ja, Tiefen noch so ein bisschen. So. Sowas könnte ich machen. Oder, mache ich wieder weg, umgekehrt, was ich eigentlich lieber mache bei sowas ist, tatsächlich das ganze Bild so machen, wie ich es haben will. Und da gucke ich jetzt primär auf den Rücken. So vielleicht. Und jetzt ist mir der Vordergrund, angenommen, der ist mir zu hell, dann kann ich da einen Verlaufsfilter hinmachen und sagen, okay, das mache ich jetzt wieder ein bisschen runter, weil jetzt ist das Gesicht eigentlich zu hell und der Hintergrund, da sieht man so ein bisschen die Wand da hinten. Das heißt, da gehe ich jetzt in eine Belichtung wieder runter. Also egal wie rum, eine Seite hoch, eine Seite runter. Das wäre so ein Praxistipp. Ich arbeite sehr viel mit Verlaufsfiltern. Also in sehr viel meiner Bilder ist ein Verlaufsfilter ganz grob einmal schnüpft, dahin hingerotzt, wenn ich das so sagen darf, weil es in der Regel reicht. Also. Und die weitere Möglichkeit ist natürlich, den Pinsel zu nehmen und dann einfach mal hinzugehen mit dem Pinsel und jetzt sehr grob, also einen großen Pinsel, aufpassen, dass der nicht hier maskieren hat in irgendeiner Weise oder sowas. Und jetzt könnte ich hingehen und sagen, hier nur den Hintern vielleicht noch ein bisschen heller. So, und da in der Mitte so ein bisschen. Nur so eine halbe Blende oder sowas da reinmachen. Nicht zu viel, so vielleicht. So, dass man den einfach noch wieder sieht. Und dann den Zuschnitt ein ganz bisschen anders machen, dass ich so ein bisschen was von dieser großen, großen, großen schwarzen Masse verliere da hinten. Sagen wir mal so vielleicht. Zack. Ja, und das ist jetzt irgendwie so 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Dann 10 Sekunden schon lange bei mir. Also ich gucke es mir an, ich mache ein paar Regler. Also Nachbearbeitung heißt bei mir 1, 2, 3 Minuten, mehr normalerweise nicht. Nebenbei, ich habe die Bilder also schon bearbeitet, ich habe sie den beiden auch schon geschickt, den Besitzern vom Pferd, die sind beide sehr happy damit und darum geht's mir letztlich. Die sollen zufrieden sein mit den Bildern, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Und es ist nice, wenn ich dann auch noch auf Instagram Likes dafür kriege und wenn ich jetzt auch ein Video rauskomme und so weiter. Aber das ist alles Bonus. Für mich muss mein Model, beziehungsweise in dem Fall die Besitzer von dem Model, die müssen sich ja wohlfühlen damit. Ansonsten, wenn ich noch kurz zusammenfasse, das Shooting war jetzt für mich im Vergleich zu damals, als ich das schon mal gemacht habe mit den Blitzen, viel einfacher. Da jetzt nochmal drüber nachgedacht. Hätte ich mit Blitzen auch hingekriegt, na klar, aber es war jetzt sehr, sehr viel einfacher, weil ich dann halt diesen Live-View habe die ganze Zeit und sehe, wann ein Bild da ist und wann nicht. Autofokus sah es immer. Ich habe nicht mit irgendwie Augenerkennung versucht oder sowas, sondern ganz normal großen Punkt halt genommen bei der Nikon. Und dann war tatsächlich ein Thema, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, dass wir da eine Stunde standen und ich die ganze Zeit halt eben die große Kamera mit dem großen Objektiv in der Hand hatte und dann der Arm tatsächlich irgendwie ein bisschen schwer wurde, aber jetzt nicht schlimm oder sowas. Beim Menschen wäre das halt nicht so. Beim Menschen, da shoote ich sehr kurz und dann mache ich eine Pause, dann quatsch mal ein bisschen und so weiter. Jetzt war klar, das Pferd hat relativ schnell keinen Bock mehr, also wir müssen ein bisschen voranmachen, bis das Pferd nicht mehr mag.
Und deswegen war das jetzt ganz anders als beim Menschen. Und deswegen das hatte ich so irgendwie noch nie, dass ich tatsächlich eine Stunde lang mehr oder minder die ganze Zeit das 70-200er in der Hand halte. Ist mir halt nochmal wieder aufgefallen. Ich muss mehr pumpen. Gutes Schlusswort, oder? Also, ich hoffe, das war interessant, sowas auch mal zu sehen. Ganz was anderes halt mal. Schlusswort. Und ich finde, das ist ja auch immer ganz wichtig, zu sagen, ich mache irgendwas und da bin ich gut drin und spezialisiert drauf, meinetwegen. Aber hin und wieder mal was ganz was anderes machen, um halt eben seine Komfortzone zu verlassen und halt mal sich so ein bisschen selbst zu pushen und mal neue Dinge zu lernen. Ich habe im Vorfeld relativ viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie ich das machen werde und mir Bilder anguckt im Internet und so weiter. Also ich als Fotograf bin dadurch halt ein bisschen besser geworden, ein bisschen breiter auch geworden, dadurch, dass ich das Shooting gemacht habe. Und ich möchte nicht Pferdespezialist werden. Und ich werde da auch nie super gut werden, weil ich das nie häufig machen werde. Aber gerade dieses halt auch mal aus sich rausgehen, finde ich sehr wichtig, um als Fotograf immer noch so ein ganz, ganz kleines bisschen so irgendwie weiterzukommen und auch um Spaß zu haben, Spaß zu behalten. Weil wenn ich immer das Gleiche mache, ist ja auch relativ schnell langweilig dann. Das Video war hoffentlich nicht langweilig, dann gerne einen Daumen in diese Richtung und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Stop.